Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Jo, wir wollen jetzt nach Stratos City. Vorher erlerne ich mal den Sklaven, den wir im letzten Part am Ende neu gefangen haben. Mal kurz der Schneider, damit wir diese VM auch parat haben. So, ich bin hier neben dem Hafen, so ihr sehen. Und ich habe am Ende eben noch meine Pokémon geheilt. Und dann geht's jetzt hier hin. Mika! Also, dieser Film, der hat mir durchaus gefallen. Du hast ihn dir angesehen? Das war so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig in meine Rolle als Riolo-Mann hineingefunden habe. Ach, der war der Riolo-Mann. Interessant. Damit werde ich niemanden begeistern. Hey, Kopf hoch. Du kannst ja neben deiner Arbeit als Kapitän nochmal versuchen. Solange du niemanden Unannehmlichkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Pokéwood darüber denken. Oh, hast du das gesehen? Wie es aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wen sind sie weg? Damit müssen wir uns wohl zufrieden geben. Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, kann man dafür jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. Ja, darauf freue ich mich schon. Also gut, ich werde als Kapitän mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mit meinem Schiff die tosenden Wellen durchfliege. Jo, und da wollen wir jetzt sehen. Gibt's hier rechts noch was? Da waren wir schon mal. Let's go. Du bist auf dem Weg nach Stratos City, oder? Ich werde nach Team Plasma suchen. Die können was erleben. Hey Kapitän, lass mal das Schiff sehen, auf das du so stolz bist. Ausgezeichnet. Hier entlang, bitte. Das sieht schon nice aus. Ui. Stratos City soll ja eine sehr, sehr große Stadt sein. Bedeutet, wir werden da diesen Part auf jeden Fall verbringen. Wow, entfernte Sicht. Okay. Und vielleicht auch schon noch den nächsten Part. Kommt drauf an, wie groß die ist. Wenn ich zum Beispiel an Jubelstadt denke von Sinnoh, das war ja auch da die größte Stadt, aber sie war wiederum auch nicht ganz so groß. Aber da die anderen Städte ja auch schon so groß waren, weiß ich nicht. Mal sehen. Aber bitte nicht so groß wie hier von der 6. Generation von X und Y. Die große Stadt da. Luminia City oder wie die ist. Illumina City, glaube ich. Werte Gäste, willkommen in Stratos City. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt. Das ist ja also Stratos City. Die Stadt ist ja viel größer, als ich dachte. Aber das spielt keine Rolle. Diese Kerle von Team Plasma können sich noch so gut verstecken. Mir entwischen sie nicht. Hey Dennis, lass uns unsere Kontaktdaten im Visocaster registrieren. Sonst verlieren wir uns noch aus den Augen. Die Stadt ist schließlich ein anderes Kaliber als Aventure City. Ein Seeschiff, wie seltsam. Wir bauten heute sogar noch so etwas. Okay, dann werden wir mal die Stadt erkunden. Wir sind gerade hier sehr weit im Süden. Hier gibt es eine Herzschuppe, die kann man verkaufen, glaube ich. Und dann kriegt man Geld. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich vor Wut einfach losfallen könnte, wenn ich mich zum Meeren schreie, mir den ganzen Zorn aus dem Leib. Aus dem Leib. Achso, stimmt. Ups. Was hat es wohl mit dem altmodischen schwarzen Schiff auf sich? Kann ich nicht sagen. So, jetzt gehen wir mal zum... Ach du heilige Scheiße. Das sieht mir wirklich nach Illumina City aus. Willkommen auf zur heiteren Schnitzeljagd durch Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht? Ausgezeichnet, dann möchte ich dir dieses Fahrrad als Starthilfe geben. Yay, wir kriegen ein Fahrrad. Funktioniert das wie in der 4. Generation? Die Regeln für die Schnitzeljagd sind mehr als einfach. Du musst dich lediglich an bestimmte Orte begeben und den Berlin Clown dort ansprechen. Ob du letztendlich teilnehmen möchtest oder nicht, liegt ganz allein bei dir. Die Orte, die du anstellen sollst, sind das Medaillenamt, das automatisch Passagen... Umfragekomitee und zu guter Letzt die Kampf AG. Okay, dann wollen wir dein brandneues Fahrrad gleich einmal einweihen. Jo, das ist jetzt ein Beutel unter Basis-Items bestimmt. Genau, das werden wir jetzt registrieren. Damit, wenn wir jetzt Y drücken, wird dieses Fahrrad ausgewählt. Okay, das ist nicht so wie in der Sinnoh-Region.
In der Sinnoh-Region gab es einmal die schnelle Variante und einmal die langsamere Variante. Und hier gibt es nur eine Variante, okay. Lieber die Attacken oder die Items deines Pokémon ändern? Das ist hier die Frage. Vielleicht beides. Wenn beides nicht passt. Wie war Strato City wohl, bevor es zu jener strahlenden Metropole wurde? Kann ich nicht sagen. Hier ist ein Pokémon Center? Wer ein kämpferischer Angestellter hat, der nie aufgibt, dann steht der Tropfen, höhlt den Stein. Aber ich hoffe, hier gibt es auch ein paar Trainer, weil ich möchte natürlich auch Jonas jetzt mit seiner entwickelten Form mal im Kampf sehen. Dein liebstes Pokémon ist Efoserp. Habe ich recht? Ja, na sicher. Ich habe recht. Habe ich mir mal gedacht. Wer ist das hier? Oh, du willst dein Pokémon wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Eigentlich? Kennst du schon das Gionet? Nein. Ist den Globus im ersten. Also, ja. Um mit anderen Leuten zu zocken. Geht aber auf dem Pokémon DS nicht mehr. Eigentlich hätte ich hier gar nicht heilen brauchen, weil. Wir haben eh nur. Andersrum. Wir haben ja schon die Pokémon geheilt. Oder beziehungsweise ich im. Ne, vor dem Part hier. Genau. Vivian ist nach Strato City gezogen. Sie ist eine Wissenschaftlerin, deren Forschung sich um Pokémon-Trainer dreht. Jetzt ist die Frage: Gibt es hier auch eine Pokémon-Arena? Weil es ist eine sehr, sehr große Stadt, aber zum Beispiel in Jubelstadt gab es auch keine Arena. Gute Frage. Geht es hier jetzt lang? Wahrscheinlich auch irgendwie in den Hafen? Jo. Wundervolle Aussicht, spannende Kämpfe. Willkommen auf der MS Ein Royal. Ein Fahrschein kostet 1000! Wo könntest du denn hier hingehen? Mal zur Karte schauen. Zur Stratos Kanalisation. Okay. Könnte sein, muss aber nicht sein. Weiß es nicht, vielleicht müssen wir da sowieso noch irgendwann mal hin. Wir gehen erstmal hier weg. So, hier geht es auch immer eine Passage nach innen rein, aber ich möchte erstmal von außen nach innen hier arbeiten. Warum sehen sich denn alle so ähnlich? Oder bin ich einfach nur übermüdet? Ha, vielleicht sagst du auch gerade auf Nintendo DS, wo noch nicht die Grafik so geil war. Ja gut, bei neueren Generationen sehen sich auch alle ähnlich. Führt dein Leben in Gesellschaft anderer dazu, dass man seine Mitmenschen lieben lernt oder sich nur um sich selbst dreht? Geht's hier nochmal nach unten? Wenn du deine Pokémon trainieren lassen willst, versuch dein Glück ruhig in der Kanalisation. Da dürfte es viele Trainer geben, die dasselbe tun. Ja, ich denke mal, da werden wir noch hingehen. Aber 1000 Dollar. Richte deinen Daumen auf und balle die anderen Finger zur Faust. Die Geste wird Daumen hoch genannt. Bedeutet so viel wie okay oder gut gemacht. Ja, gut. Oder ein Like geben auf dieses Video. Da müsst ihr ja nicht. So, dann geht hier rechts noch was lang. Aber ich möchte jetzt erstmal nach links. Es ging ja auch vorhin nach links. Und zwar ab hier. Moment mal. Man kann nicht so viele Häuser hier rein. Oder habe ich jetzt Häuser ausgelassen? Nee. So, lieber auch mal das Fahrrad benutzen. Dann was ist denn hier? Kampf AG. Trainer, die etwas auf sich halten, sind jederzeit willkommen. Vielleicht können wir da ein bisschen kämpfen. Das wäre eigentlich ganz cool. In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Du siehst ziemlich stark, ja, ziemlich stark aus, aber mach dich besser um besser auf einiges gefasst. Oh, hoppla, gibt es einem deiner Pokémon? EP-Teiler gibt's hier. Cool. Gibst du einem Pokémon diesen famosen EP-Teiler, erhält es Erfahrungspunkte, ohne selbst kämpfen zu müssen. Er ist wirklich unverzichtbar, wenn du ein schwaches Pokémon trainieren willst. Ich bin hier der Putzmann. Ich bin erst zufrieden, wenn hier alles blitzblank ist. Okay, cool. Ist es hier unten auch schon Trainer? Das ist doch ein Pokédex, was du hast. Ist ja der tolle Wahnsinn. Dann versuchst du jetzt wohl so viele Daten wie möglich über Pokémon zu sammeln, Na fein, ich will dein Unterfangen unterstützen. Welches war denn das Pokémon, das du ganz zu Beginn ausgewählt hast? Sabifoy natürlich. Was, Sabifoy? Nein, Sabifoy also. Dann bekommst du passend das hier von mir.
Wenn du ein Pokémon damit ausstattest, werden dadurch seine Pokémon vom Typ Pflanze verstärkt. Ja, nice! Das können wir Jonas gleich geben. Es gibt viele Items, die jeweils einen bestimmten Effekt bewirken, wenn man sie einem Pokémon zum Tragen gibt. Haltet also immer schön Ausschau nach solchen Items. Wer folgt dabei? Ja, nice! Oh, ich muss ehrlich sagen, ich habe heute irgendwie Probleme mit dem Sprechen. Irgendwie wollen die Worte bei mir nicht so ganz raus. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen merkt. Ist halt auch ein bisschen Pech, dass wir gerade jetzt in der größten Stadt sind. In der größten Stadt überhaupt. Na, egal. Ach, das ist hier, eine Schnitzeljagd. Ich werde ja jeden Tag mit der Attacke Aufruhr aus dem Bett gescheucht. Das sind mein Schatz und ihr Pokémon gnadenlos. Aber wenigstens kümmert sie sich täglich um mich. Daher gebe ich alles für sie. So, dann wollen wir mal einen Aufzug hoch zu den Trainern. 46. Stockwerk. Hol ich erstmal. Was mit den anderen 45 ist, weiß ich nicht. Was? Eine Betriebsbesichtigung? Na egal, kämpfen wir erstmal. Ja, nice! Kämpfen! Das brauche ich! So, das erste Mal mit der Weiterentwicklung von Jonas kämpfen. Da werden wir ja jetzt sehen, wie stark er geworden ist. Ein Vulkan, ein Feuer-Pokémon, muss das jetzt sein? Level 16. Ich glaube, wir müssen Jonas gleich wieder auswechseln, weil Feuer-Pokémon. Ja, stimmt, gegen René. Ich wollte sagen, Feuer ist aber auch gegen René sehr effektiv. Aber dann ist mir eingefallen, René hat ja noch nicht seinen Stahltyp. Der kommt ja erst mit der Weiterentwicklung. Oh. Nee, egal. Ich wollte gerade sagen, so eine läppische Attacke. Dafür habe ich jetzt gewechselt, aber egal. Oh, paralysiert, wunderbar. Ja, jetzt kommt hier Glut. Das hätte dann doch schon ordentlich Schaden gemacht und daher lieber wechseln, lieber auf sicher gehen. Und Jonas wird noch aufholen. Oh, ein Flottball. Wenn man diesen Ball in der ersten Runde einsetzt, ist er am stärksten. Oh, da ist ein Trainer. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich würde eigentlich gegen den da unten kämpfen, aber egal. Ja, kämpfe hier jetzt inzwischen durch. Das ist sehr, sehr erfrischend. Bissegur. Ja, da können wir jetzt auch ruhig mal kämpfen. Die Flugattacken könnten zwar sehr effektiv sein, aber Jonas versucht es einfach mal mit Rückkehr. Silberblick, Verteidigung sinkt. Noch zweimal Rückkehr und dann sollte es besiegt sein. Windschnitt, uiuiui. Oh, okay, das geht eigentlich. Ich hätte es schlimmer erwartet. Und tschüss. Und wir kriegen auch ordentlich Geld von denen. Wir haben gerade 1300 noch was bekommen. Das schmeckt. Meryl. Ja, das ist doch gefundenes Futter. Ein so ein Grasmix und das ist weg. Oder Grasmixer, so. Die Attacke kannte ich halt vorher noch nicht. Ich bin relativ unbekannt gewesen. Okay. Oh, wie süß. Das war ja süß. So, Rankenhieb und Schiss. Das sollte für Level 18 reichen. Jo. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut durch. Bei den ganzen Trainern hier. Oh, Timerball, sehr schön. Je länger der Kampf dauert, desto stärker der Ball. Oh, Scope-Linse. Ich dachte, das ist ein Kämpfer hier. Wenn du dein Pokémon eine Scope-Linse gibst, dann landet es öfters Volltreffer. Ja, nice. Das geben wir erstmal René. Genau, der kann das gut gebrauchen. Er hat ja noch kein Item. So, dann du jetzt noch. Du bist der letzte Trainer hier. Dann gibt es da links noch ein Item.
So, ich will noch mal kurz hier was schauen. Also laut meiner Liste sollte dann bald auch das nächste Pokémon kommen. Was heißt bald? Vielleicht in so zwei, drei Parts. Durchaus möglich. Aber werden wir dann mal sehen. So, ein Knospi. Ja gut. Pflanzenattacken sind jetzt hier nicht sehr effektiv, aber wir haben immer noch Rückkehr, was sehr, sehr viel Schaden macht. Och, Nassmacher, ist das dein Ernst? Denkst du, ich greife mit Feuerattacken an oder was? Ja, war trotzdem easy. Ein Megablock. Was war nochmal ein Megablock? Das schauen wir gleich mal nach. Eine mögliche Statusveränderung der Pokémon im Team wird für 5 Sekunden, 5 Sekunden, 5 Runden verhindert. Ach so. Ja, kann man in manchen Kämpfen gut gebrauchen. Aber an sich setze ich das eher selten ein. So, gibt es hier auch nochmal Trainer? Könnte sein. Hier gibt es auf jeden Fall ein Item. Ein Ether? Oh, sehr schön. Füllt AP aus. Aus. Auf. Und ist nicht im Shop kaufbar. Oh, du bist doch der Pokémon-Trainer, dem ich unten am Eingang begegnet bin. Jetzt bist du hier, das spricht für dich. Nun musst du dich aber dem stärksten Trainer im Gebäude stellen. Bitte frei für meinen Enkel, er ist hier der Chef. Okay. Ich als Chef sehe es als meine Pflicht an, dir zu demonstrieren, wie tiefgreifend wir uns hier mit dem Studium des Trainers-Daseins befassen. Joch, jetzt kommt noch ein stärkerer Kampf, wunderbar. Wie viel Pokémon hat er? Zwei Stück. Noch ein Schulkind? Evoli. Oh, ein Evoli. Ich mag Evoli. Und meine Lieblingsform von Evoli ist Glatz. Fulipurba? Auf jeden Fall. Und Glaciola oder. Das ist die Eisversion halt. Und Fulipurba ist halt die Pflanzenversion. So. Da setzen wir gleich mal einen Grasmixer ein. Er hat Rutsukib. Okay. Genauigkeit sinkt. Wunderbar. Jetzt mache ich mal Rankenhieb. Ich möchte mal wissen, ob Rankenhieb mehr Schaden macht. Gleich viel Schaden, würde ich sagen. Jetzt noch einmal Rückkehr. Das Evoli hat uns auch einmal nicht getroffen, was relativ gut war, auch durch die Genauigkeitsänderung. Oh, das war knapp. Fast Level 19. Gut, Jonas hat nicht mehr viele KP. Bedeutet, rüber zu René. Der kann das nächste Pokémon besiegen. Ist auch ein Normal-Pokémon, Terribark. Eine Weiterentwicklung schon, glaube ich. Level 17. Ja, trotzdem immer noch ein Normal-Pokémon. Bedeutet, Treffwelle, das ist fast weg. Gut, Tackle macht jetzt hier ganz schön viel aus. Würde gerade sagen, nicht so viel aus, aber das war ganz schön. Aber trotzdem, letztendlich kein Problem. Level 20 für René. Von dem gibt es dann so wenig Geld? Obwohl es der stärkste ist? Interessant. Da habe ich doch glatt verloren. Ich war zu schwach und du zu stark. Ein Grund mehr, unsere Nachforschungen weiter voranzutreiben. Für die Pokémon, für die Trainer. Aber Moment mal, wenn der noch ein Schulkind ist, warum leitet er das Ganze? Interessant. Gewinnt man einen Kampf, hat man dies seinem Team zu verdanken. Verliert man, ist dies allein die Schuld des Trainers. Wenn man stärker werden will, kann die Einstellung sehr hilfreich sein. Naja, am wichtigsten ist immer noch, dass man mit Spaß bei der Sache ist. Das stimmt. Und wir gehen jetzt hier wieder raus. Und dann werden wir natürlich den Rest noch erkunden. Vom Außenbereich. Im nächsten Part geht es dann im Innenbereich halt weiter. Und hoffentlich dann auch schon der Abschluss. Die Frauen im Pokémon hier springen geradezu vor Leben. Einfach wunderbar. Die KVG ist auf der Suche nach Aufsichtspersonal. Trainer, die etwas auf sich halten, sind jederzeit willkommen. So, dann geht es hier noch lang und dann noch nach links. Ist hier? Ahoi, dieses Schiff fährt zum Turm der Einheit. Okay. Turm der Einheit. Kenne ich nicht.
Das Schicksal hält nicht nur einen einzigen Lebensweg für uns bereit. Es liegt an uns, sich für einen von vielen zu entscheiden. In diesem Sinne, hier, das ist für dich. Fatum-Knoten. Damit er verhindert hier diese Zuneigung, dass ein Pokémon sich verliebt. Kriegt ein Pokémon einen Phantomknoten bei sich und bekommt vom Gegner das Statusproblem Anziehung verpasst, wird der Angreifer ebenfalls mit Anziehung belegt. Oder so rum war das. Ah, okay. Ja, ist nicht verkehrt, aber wir haben momentan nicht den Bedarf dazu. Beziehungsweise auch nicht den Platz, weil wir ja nur zwei Pokémon haben. Wenn man müde ist, soll man ruhen. Alles andere schadet der Gesundheit. Mit der Konjunktur. Ist es wie mit den Jahreszeiten? Sie ist vergänglich. Was ist das hier für ein Haus? Hauptsitz der automatischen Passantenumfragekomitees. Vorbeigehen, die Welt verstehen. Sich nach einem harten Tag in sein weiches Bett zu kuscheln oder sein Pokémon dabei zuzusehen, wie es einen Volltreffer landet. Es sind die vielen kleinen Dinge, die mich im Leben rundum zufrieden machen. Ja, gerade die kleinen Dinge machen immer viel aus. So, hier ist erstmal dieser Clown. Der Schnitzeljagd. Hallo, eine Begrüßung ist das A und O. Würdest du mir vielleicht deine typische Begrüßung verraten? Keine Ahnung. Ich schreibe meistens Hey. Ja, was für eine tolle Begrüßung. Da fühlt man sich gleich ganz beschwingt. Grüßt mich doch bald wieder so herzlich. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Hallo, da bedankst du dich auch immer artig. Oh, da liegt dir ein Pokéball, bitte für dich. Hey, warte. Wenn jemand zu dir nett ist, musst du ihm auch danken. Also verrate mir doch, wie du dich bei Leuten bedankst. Natürlich, mit der Kurzform. Thanks. Wirklich ergreifend, da wird einem warm ums Herz. Ja, bla bla bla. Was haben die Leute für Vorlieben? Was ist der letzte Schrei? Diese brennenden Fragen beschäftigen dich doch auch, oder? Du befindest dich hier im Hauptsitz der automatischen Passanten- und Umfragekomitees. Kurz APUK. Hier erzählt nur die Wahrheit. Nichts als Fakten. Ich mag deinen scharfen Blick. Aus deinen Augen spricht der Forschergeist. Ich habe mich entschieden. Ich ernenne dich hiermit zu unserem Sonderbeauftragten. Okay. Ein Komiteemitglied hat nur eins im Sinn: Umfragen durchführen. Erhältst du von mir die Aufträge für deine Umfragen? Aber wenn ich das nicht will, dann wählst du im Umfrageradar die Umfrage aus, die du durchführen möchtest. Jetzt muss sich dein Weg nur noch mit dem möglichst vieler Leute kreuzen. Dann sammelt das Radar automatisch alle Daten. Natürlich erwartet dich für jede Umfrage eine entsprechende Belohnung. Denn ich verlasse mich auf dich. Oder steht dir heute das hin? Tschüss. Sei gegrüßt, Dennis. Wie laufen deine Umfragen? Also. Was ist dein Hobby? Musik mag ich sehr. Gaming aber. Ah, verstehe. Was ist dein Beruf? Momentan bin ich wieder Schüler. War ja mein Abi nach. Nein, nein, nein. Ich möchte keine weiteren mehr. Sag mal, wie bringst du eigentlich deine Freude zum Ausdruck? Also ich rufe immer Juhu. Da geht bestimmt noch mehr. Was ich mache, ist ganz einfach. Doppelpunkt D. Oh, deine Freude springt einem ja förmlich entgegen. Cool. So, dann hier noch aus. Der Part ist auch gleich vorbei, aber wir werden jetzt hier kurz noch diesen Bereich angucken. Aber diesmal ist hier links kein Durchgang, nur rechts. Da werden wir dann gleich auch noch hin. Oder nicht gleich im nächsten Part halt. Verglichen mit einem Luxusdampfer ist dieses Boot ausgesprochen klein. Aber der Abenteuerlust bei der Erkundung der unendlichen Weiten der offenen See tut dies keinen Abbruch. Möchtest du dem Freiheitsgarten einen Besuch abstatten? Gerade nicht. Da werden wir bestimmt auch noch hingehen. Nicht wahrscheinlich, sondern bestimmt. Aber wann, weiß ich noch nicht. Oh, der Freiheitsgarten. Vor sehr langer Zeit soll ein unermesslich reicher Mann dort das außergewöhnlichste Pokémon, Victini, versteckt haben. Aber wir klappern die Orte ab, wenn wir mit Stratos City durch sind. Die Scherben von Team Plasma trachten danach, Victinis Kraft zu missbrauchen, um selbst an Stärke zu gewinnen. Aber letztlich wurden sie Opfer ihrer eigenen Missetaten. Jo, und hier werden wir den Part beenden. Ich werde jetzt erstmal eine Pause machen, weil Sprachzentrum ist momentan ein bisschen am Durchrütteln sozusagen. Von daher,
Bis dahin und bye bye.